Hi, mein Name ist Fabian. Schön, dass du hierher gefunden hast. Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir neue Produkte aus dem DM testen, wie letzte Woche. Schaut da gerne mal vorbei. Nur heute werden wir uns auf eine neue Foundation und auf einen neuen Primer und auf ein neues Hyaluron-Spray freuen. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe meine Augenbrauen schon mal gemacht. Wir fangen jetzt einfach mal an. Als erstes fangen wir mit dem neuen Primer von Alverde an. Der ist mit dreifach mehr Hyaluron. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Na gut, aber den hauen wir uns jetzt erstmal aufs Gesicht. Auf den ersten Blick, es ist so ein sehr helles Blau. Riecht, keine Ahnung, riecht so Hyaluronsäure? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich bin kein Dermatologe, ja? Das massieren wir uns in die Haut ein. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr nass und glatt an. Ich habe soweit so gut eingearbeitet. Es zieht auf jeden Fall schnell ein. Es gibt sehr viel Feuchtigkeit ab, wie ich gerade schon eben angeteasert habe. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, die trocknet so ein bisschen in meine Haut ein. Ich kann das jetzt nicht so beschreiben. Nur ich spüre den Primer, wenn ich halt einfach mein Gesicht so bewege, als ob das so in meine Haut getrocknet ist, keine Ahnung, aber trotzdem irgendwie ist das feuchtigkeitsspendend, keine Ahnung. Ich bin gespannt einfach, wie das dann aussehen wird, wenn ich meine Foundation drauf habe. Aber davor gehen wir mit dem Alverde Hydro Hyaluron Spray rein. Sehr gespannt. Hyaluron ist jetzt auch irgendwie so ein Trend geworden, habe ich das Gefühl. Ich sehe es überall. Ist mir, oh, der Sprüher ist sehr aggressiv, aber fühlt sich gut an. Gibt richtig Feuchte, oh, das mag ich richtig gerne. Jetzt ist es Zeit für die Alverde Mineral Make-Up Foundation. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, das wird eine leicht deckende Foundation. Ich glaube nicht, dass Alverde so eine Firma ist, die so auf richtig viel Deckkraft ist. Und ich glaube, die haben mehr so eine ältere Zielgruppe. Das ist jetzt die Farbe 02. Und ich habe natürlich auch 03 probiert. Und das Witzige ist, 02 ist mir zu hell und 03 ist mir zu dunkel. Da denke ich mir so, wo ist die Range? Es war schon ein krasser Unterschied, meiner Meinung nach. Es riecht sehr, sehr extrem, sehr unangenehm, sehr, ich weiß nicht, durchdringend, aggressiv, chemisch. Mal sehen. Ich werde das jetzt erstmal mit meinem Beautyblender einarbeiten. Auf dem ersten Blick auf jeden Fall leicht deckend. Man sieht hier noch meine Problemzonen rausgucken. Es deckt gefühlt gar nichts ab. Also ich sehe einfach immer noch alles von meiner Haut. Es sieht auch nicht irgendwie gleichmäßig aus. Ich sehe einfach nur aus wie ein Geist. Mal sehen, ob die sich aufbauen lässt. Ich finde, das sieht total fleckig aus, gerade auf meiner Stirn. Sehr unangenehm. Auf meine Backen hat sie sich relativ gut gelegt. Aber wie jetzt zum Beispiel Zonen, Nase oder Stirn, sieht die halt einfach schrecklich aus. Ich bin mal gespannt, wie die mit Concealer aussieht. Sogar der Concealer ist dunkler. Moment der Wahrheit. Oh man. Sieht absolut cakey aus. Es hat sich wieder nur auf meine Haut gelegt. Es sieht auch cakey aus. Schrecklich. Concealer und Foundation vertragen sich gar nicht. Vielleicht so jetzt im ersten Moment in der Kamera sieht es vielleicht gut aus. Aber hier, wenn ich halt so gucke, es, ja, nee, mein Gesicht sieht schrecklicher geschminkt aus als ungeschminkt. Jetzt gucke ich mal, wie das mit Puder aussieht, denn da bin ich auch gespannt. Ich hoffe, das Puder das jetzt so ein bisschen rettet. Nee. Mit Puder sieht es jetzt vielleicht ein bisschen besser aus, aber jetzt auch nicht großartig. Es sieht immer noch total cakey aus. Es hat sich nicht gut auf meine Haut gelegt, überhaupt nicht. Meine roten Stellen sind zwar ein bisschen abgelegt, aber wie jetzt zum Beispiel hier an der Nase hat es sich komplett abgesetzt. Da ist gar keine Foundation mehr. Ich mache jetzt mein Make-up noch zu Ende und dann gebe ich noch ein Endfazit zu der Foundation, weil das kann sich natürlich alles noch drehen und wenden. Dass ich mir überhaupt noch Mühe gegeben habe, ist ein Wunder. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt zurück mit geschminktem Gesicht. Ich bin ehrlich, ich hatte noch nie so eine schlechte Foundation. Wenn ich jetzt mir hier unter mein Auge fasse, da ist einfach kein Produkt mehr. Der Concealer hat alles von der Foundation unter meinem Auge weggenommen. Es sieht halt einfach schlimm aus, obwohl der Concealer mit jeder Foundation, die ich jemals benutzt habe, gut ausgekommen ist. Es ist fleckig, es wurde nicht an allen Stellen richtig angenommen. Über meine Augenbraue hier, hier an meiner Nase, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich da drüber gegangen bin. Die Foundation, finde ich, ist Müll. Also wirklich, kauft sie euch nicht, die ist nicht zuverlässig. Selbst wenn es mit einem anderen Concealer funktionieren würde, die
schmiegt sich auch nicht an die Haut, die liegt einfach nur drauf und es dauert Jahre, bis man die eingeblendet hat. Aber was ich wirklich sagen muss, was mir richtig gut gefallen hat, ist dieser Hydrohyaluron-Spray. Das muss ich sagen, hat sich sehr, sehr schön angefühlt, sehr, sehr erfrischend. Es war wirklich sehr feuchtigkeitsspendend und ich werde das auf jeden Fall weiter benutzen. Es ist unfassbar geil. Auch habe ich meinen Highlighter damit so angesprüht und er sah noch nie so gut aus. Also wirklich, das ist echt gut. Ich mag das richtig, richtig gerne. Kann ich euch auch nur ans Herz legen, weil das ist echt der Hammer. Und dieser Primer hier, bisschen unangenehm auf der Haut, aber mich hat er auf jeden Fall nicht überzeugt. Das einzigste Produkt, was halt einfach gut war, war dieses Spray hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Schaut auch gerne bei mir bei Instagram vorbei und bei TikTok. Das wäre sehr, sehr nett und sympathisch. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.